Ronny Gabuszewski, nach langer Verletzungspause sieht man Sie wieder auf dem Trainingsplatz. Erzählen Sie uns, wie geht's Ihnen? Ja, total geil fühlt er sich, Mann. Der ist richtig gut drauf. Ja, besser. Ich war jetzt lange verletzt und Reha ist jetzt teilweise zu Ende. Und jetzt mache ich halt ein Aufbautraining mit unserem Athletiktrainer, mit Christian. Und probiere von Tag zu steigern und halt hoffe, dass der Oberschenkel hält und dass ich nichts mehr merke. Das war eine ziemlich schwierige Verletzung, auch schwierig zu erkennen. Erklären Sie nochmal ganz genau, was war das? Ja, am Anfang hat man es nicht richtig gesehen auf den MRT-Bildern. Das sah halt nur aus wie eine Zerrung und am Ende war es doch ein Riss. Und ich habe halt immer nach 2 Wochen schon wieder begonnen mit Training bzw. probiert einzusteigen. Und das ging dann halt doch nicht. Dann haben wir nochmal eine intensivere Untersuchung gemacht und ja, dann war es halt ein Riss am Muskel, halt hinten am Ansatz, wo die Stelle nicht ganz so optimal ist. Und da musste ich jetzt relativ lange dann pausieren, das ruhig stellen, damit es halt richtig verheilt. So ist es jetzt schon viel besser. Ich muss halt gucken, wie es bei der Maximalbelastung geht und hoffe halt, dass es da auch zu 100% hält. Und dann würde ich auch zeitnah ins Training einsteigen. Aber mal schauen, wie die nächsten Tage bzw. die nächste Woche beim Aufbautraining wird. Also Zeitplan, jetzt nächste Woche testen und dann gucken, ob das Mannschaftstraining funktioniert? Sozusagen, also genau, von peu à peu testen, intensivere Sachen machen und danach ist ein Mannschaftstraining, denke ich, realistisch. Jetzt gab es während Ihrer Verletzungspause ein deutliches Zeichen vom Verein, dass Sie in Winterpause eigentlich den Verein verlassen sollen. Jedenfalls wurde Ihnen das so gesagt. Wie haben Sie das empfunden? Ja, kann ich jetzt ja nicht beurteilen. Also ist ja die Ansicht dann irgendwo von den Verantwortlichen vom Verein. Wie gesagt, ich war jetzt sehr lange verletzt. Bei der Verletzung ist nicht alles so optimal gelaufen, wie man sich das vorstellt. Gut, und für mich zählt erstmal, dass ich gesund werde, dass ich wieder 100% auf dem Platz stehen kann. Und den Rest wird man dann eh sehen. Aber wie gesagt, ich war sehr lange jetzt verletzt und ich konnte nichts dazu beitragen, konnte mich nicht zeigen. Und probiere jetzt einfach gesund zu werden und dann schauen wir mal. Denken Sie, dass Sie und die Trainer Vasile Mihota noch eine Chance bekommen? Ich kann nichts sagen, als was ich gerade gesagt habe. Ich versuche jetzt zeitnah, mich so fit zu bekommen, dass ich beim Training teilnehmen kann. Und dann den Rest wird man sehen. Ihr Berater ist ja schon unterwegs, vielleicht einen anderen Verein für Sie zu finden? Kann ich nicht beurteilen aktuell. Also ist einfach, kann ich jetzt einfach so auch nicht beantworten.